Hi YouTube, Next944 hier, heute mit einem Video zu Kinderfahrrädern. Und zwar in dem Fall zu Woom-Kinderfahrrädern. Das hier ist das Woom 3 meiner Tochter. Das haben wir, glaube ich, 2021 gebraucht, gekauft. Woom-Kinderfahrräder sind ja nun nicht die günstigsten. Alle Eltern kennen die, oder jedes Elternteil kennt diese Räder. Die sind gut, die sind schön leicht, die sind wirklich extrem leicht. Unsere Tochter hat nur damit, wollte nur damit fahren, ja, kann ich aber irgendwo verstehen. So, jetzt erwartet man natürlich bei einem Fahrrad, das irgendwie neu 360 oder 380 Euro kostet, erwartet man natürlich ein Qualitätsprodukt. So weit, so gut. Bisher hatte ich eigentlich hier nicht viele Beschwerden, aber es gibt eine Rückrufaktion seit dem Sommer 23. Und zwar aus diesem Grund. Weil sich hier der Vorderbau von der Gabel lösen kann, weil diese Verbindung hier nicht richtig hält, ja, oder nicht, weil die falsche Montagepaste damals benutzt wurde. Es gibt auf der Homepage, die verlinke ich unten, gibt es bei Woom einen relativ schnellen Check, da könnt ihr innerhalb von 2-3 Minuten rausbekommen, ob euer Fahrrad betroffen ist. Da geht es um die Anzahl der Schrauben und so ein bisschen darum, wie es gebaut ist. Wenn ihr davon betroffen seid, könnt ihr euch dann im gleichen Prozess noch relativ einfach ich nenne es jetzt mal Reparatur-Kit, Rückruf-Aktions-Kit bestellen bei Woom. Die wollen auch keine Rechnung sehen oder so. Die schicken euch das einfach zu, kostenlos. Und wenn ihr das bekommen habt, dann bekommt ihr von denen einen Umschlag. Da ist drin einmal eine Anleitung. Ja, also da steht eben dann drin, was ich euch jetzt gleich zeige. Einmal so eine Zusammenbaupaste, Carbon Assembly Paste, ja, die eben die Verbindung zwischen dem Vorderbau und der Gabel dann besser machen soll, ja, oder dafür sorgen soll, dass es eben nicht mehr passiert. Dann einen 5er Imbus und so ein Drehmomentschlüssel, ja, und zwar ein Verfahrräder 12, ich schraube ja normalerweise viel an Autos, von daher kenne ich die Teile in größer, das ist jetzt ein bisschen ein Spielzeug, aber wir wollen das hier ja auch nicht festknallen, sondern eben laut der Anleitung später nur mit 10 Minuten anziehen. Also hier dieser Drehmomentschlüssel und hier dieses Bikehand Bitset, ja, das ist alles in der Tüte drin und zusätzlich brauchen wir noch, wenn wir das hier auseinandergebaut haben, hier etwas, mit dem wir die alte Montagepaste oder das alte Fett, was hier dazwischen ist, lösen können. Ich würde es vielleicht am besten mit Spiritus machen. Ich habe jetzt hier nur Bremsenreiniger. Wenn ihr Bremsenreiniger benutzt wie ich, dann bitte dran denken, Bremsenreiniger nur in gut belüfteten Bereichen. Hinter der Kamera ist das Fenster offen, das sieht man jetzt nicht. Eigentlich nicht für die Innenbereiche geeignet. Ja, draußen Video drehen kann ich jetzt aber nicht, weil da zu viele Faktoren sind. Und dann eben, ja, immer gut, hier Tücher, Küchenrolle. So. Dann, wenn wir uns jetzt hier mit dieser Anleitung beschäftigen, dann ist diese Anleitung aufgegliedert in die verschiedenen Fahrräder. Ja, ich hoffe, das sieht man jetzt. Ja, also in das Woom 1, das haben wir nun nicht, in das Woom 4, 5, 6. Das gilt für uns auch nicht, für dieses Fahrrad, sondern wir haben eben hier das Woom 3. So, und in der Anleitung zu dem Woom 3 steht das, was wir jetzt tun. Wir nehmen den 5er Imbus und schrauben das hier lose, ja. Dazu gegen den Uhrzeigersinn diese Schraube hier betätigen. Ja, und das machen wir nicht mit dem Drehmomentschlüssel, sondern absichtlich nur hier mit dem Inbus, weil wenn die Schraube recht fest ist, ist der Drehmomentschlüssel gleich kaputt. Und dann müsst ihr euch einen neuen besorgen. So, wir lösen die Schraube, wir drehen sie nicht raus, wir lösen sie so weit. Wir lösen die Schraube so weit, bis wir diesen Vorderbau hier ganz einfach, ja, von der Gabel trennen können. So, jetzt haben wir einmal diesen Vorderbau, ich hoffe, man kann es gut erkennen, und einmal die Gabel. Dann schnappe ich mir hier etwas von der Küchenrolle oder ein alter Lappen, ein altes T-Shirt oder ein altes Hemdle, ein bisschen was hier drauf, oh, Bremsenreiniger, wunderbar. Ja, und dann reinige ich dieses Stahlrohr, ja, von dem alten Fett oder von der alten Montagepaste, die da drauf war, und zwar so lange, bis wirklich nichts mehr hier drauf ist, dass es komplett frei ist von Rückständen, eventuell alten Mittels. So. Mhm.
So, wie gesagt, das alte Zeug muss weg, sonst bringt es nichts. Das heißt, wir machen das sehr gründlich. Das war's, jetzt ist fast nichts mehr drauf. Und wir machen das Ganze natürlich auch einmal auf der Innenseite dieses Vorderbaus, weil da hat sich das ja auch verteilt. Rollen wir das hier so ein bisschen zusammen und putzen die Innenseite hier auch. Das machen wir auch mehrmals, weil auch hier das alte Fett und das alte Zeug sich drinnen verteilt hat. Da kommt man natürlich nicht ganz so schön ran, aber es geht. So, vielleicht spulen wir an dieser Stelle mal vor. Das ist jetzt nicht die interessanteste Tätigkeit. So, und irgendwann ist es dann sauber. Das Stahl oder das Aluminiumrohrstück von der Gabel ist, das Rohrstück von der Gabel ist fertig und sauber und das hier ist auch fertig. Ha, sauber, sauber, beides geputzt. Dann können wir das Zeug hier wegstellen. Man fühlt sich jetzt auch viel besser mit so ein bisschen Bremsenreiniger im Kopf. Genau. Dann heißt es hier so schön, man möge doch bitte diese neue Paste nehmen, öffnen, keine Sauerei machen und etwas, die ist schön, schön rot, so ein bisschen, damit man das sieht. Und davon hier auf dieses Rohr verteilen, ja, schön gleichmäßig. Und das gleiche machen wir wieder hier drin. Wer sich Zeit genommen hat zu lesen, was da drauf steht, bis zu 30% mehr Kraft, um diese beiden Komponenten dann wieder zueinander voneinander zu trennen. Steht zumindest hier drauf. Genau. Improves clamping force by 30%. Glauben wir einfach mal so, wenn die das da hinten drauf schreiben. Das Überflüssige kann man gleich so ein bisschen wegmachen, damit es nicht so viel Sauerei gibt. So, das heißt, wir haben diese Paste jetzt hier drin verteilt und hier, ja, ich hoffe, man kann das auf dem Video gut erkennen. Und jetzt stecken wir das Ganze eben wieder zusammen, was ja kein Hexenwerk darstellt. Oh ja, ich finde, man merkt wirklich, es geht tatsächlich ein bisschen schwerer drauf. Jetzt richten wir den Lenker wieder passend aus, ja, also genau 90 Grad zum Rad. So. Und dann nehmen wir eben nicht mehr den Imbusschlüssel, sondern suchen uns das passende Bit hier aus. Das ist logischerweise das bei der 5. Jawohl. Das stecken wir hier in diesen Drehmomentschlüssel rein. So. Und jetzt, wie gesagt, überprüfen, dass das alles schön passt. Und dann drehen wir das so lang zu, bis eben hier diese Nadel anfängt auszuschlagen. Und auf der Skala, auf der dazugehörigen, die 10 erreicht. Ja? Es ist jetzt kein Drehmomentschlüssel, der knackt oder sowas. Ihr müsst die Skala beobachten. So, jetzt bin ich bei 10 angekommen. Das Rad ist... Jawohl, der Lenker sitzt gut. Dann nehmen wir noch ein letztes Tuch, putzen die Reste ab. So steht es auch in der Anleitung. Und dann seid ihr fertig und habt die Rückrufaktion an dem Roombike eurer Kinder erfolgreich erledigt. So, ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Ich hoffe, das Video hat euch weitergeholfen. Subscribe, like and share. Video liken und teilen. Würde ich mich über ein Abo freuen. Und bis zum nächsten Video. Ciao.